Nach den am Dach geltenden Regelwerken der Flachdachrichtlinie und der DIN 18531 ist ein Gefälle am Flachdach zu planen und dieses soll mindestens 2% betragen. Wenn ein solches Gefälle nicht schon im Untergrund vorhanden ist, dann wird es in der Regel mit einer entsprechenden Gefälledämmung realisiert. Mein Name ist Andreas Waldenmeier und gemeinsam schauen wir uns in diesem Video an, was unser neues Bauder Pier FA Gefälle so besonders macht und wie diese Gefälledämmung auf dem Dach verlegt wird. Bislang gab es den hochwertigen Polyurethan-Dämmstoff als Gefälledämmung nur auftragsbezogen hergestellt, aus dem vollen Block geschnitten als Bauder Pier T. Die Idee hinter der Entwicklung von Bauder Pier FA Gefälle war also, eine Standardgefälledämmung mit Alukaschierung in der Wärmeleitstufe 023 zur Verfügung zu stellen als Lagerware. Schnell verfügbar und trotzdem flexibel anwendbar. Für den deutschen Markt gibt es nun 8 Standardplatten mit einem Gefälle von 2%, die beim Handel eingelagert und somit kurzfristig verfügbar sind. Die Platten haben eine reflektionsarme, dunkle Kaschierung. Die Platten sind deutlich mit Nummern gekennzeichnet, ebenso mit Pfeilen, welche die Gefällerichtung angeben. Dies erleichtert die Verlegung erheblich und verringert die Verlegezeit. Die dünnste Platte, die sogenannte 1er, beginnt bei 30 mm Starthöhe. Über die Plattenlänge von 1,20 m steigt die Plattenhöhe auf 55 mm an. Das heißt, je Platte ergibt sich bei 2% Steigung ein Höhenzuwachs von 2,5 cm. Die dickste Platte, die 8er, endet somit bei 230 mm. Im Bedarfsfall gibt es noch eine zusätzliche Sonderplatte, die sogenannte Nuller. Diese läuft von 5 auf 30 mm und kann bei besonders engen Gegebenheiten zum Einsatz kommen. Insgesamt kann mit den 8 Standardplatten ein Gefälle mit einer Länge von 9,60 m realisiert werden. Durch gezielte Unterlegung mit Flachplatten kann das Gefälle aber praktisch ins Unendliche verlängert werden. Hier gezeigt am Beispiel der Unterlegung mit einer 100er Flachplatte nach der jeweils 4. Gefälleplatte. Das wirklich Besondere an Bauder Pier FA Gefälle ist die neuartige Ausführung der Kehl- und Gratbereiche. Es geht um diese beiden Füllstücke. Das Kehlfüllstück Bauder Pier KFS und das Gratfüllstück Bauder Pier GFS. Das macht das System so einfach, schnell und wirtschaftlich. Kein Zuschneiden, kein Suchen, kein Abfall. Dazu robust, flexibel und platzsparend zu lagern. Jetzt beginnen wir mit der Verlegung und zeigen das Ganze einmal hier am Beispiel der Kehle und im Anschluss am Beispiel des Grates. In diesem Tutorial arbeiten wir ohne Befestigung. Auf der Baustelle muss diese natürlich erfolgen. Entweder durch Verklebung, mechanische Befestigung oder Auflast, jeweils entsprechend einer objektbezogenen Windzugberechnung. Hier sieht man jetzt die erste Besonderheit. Mitten in der Kehle liegt eine Standardplatte. Es gibt keine gesonderten Kehlplatten, sondern die Standardplatte wird einfach in die Kehle gelegt. Wie bei der 1er-Reihe wird auch bei der 2er-Reihe und der 3er-Reihe in der Kehle immer dieselbe Standardplatte verwendet wie in der betroffenen Reihe. Das heißt, in der 1er-Reihe legt man in der Kehle eine 1er-Platte, in der 2er-Reihe eine 2er-Platte und in der 3er-Reihe eine 3er-Platte und so weiter. Dabei ist es egal, ob wir uns an der linken oder an der rechten Verlegeseite ausrichten, beides ist möglich. Hier sieht man nun die Versätze, da wir in der Kehle auch die Standardplatten verlegt haben. Und was auffällt? In jeder Reihe ist der Versatz exakt gleich groß. Daher benötigen wir auch nur einen Typ Kehlfüllstücke und diesen legen wir jetzt ein. Das Kehlfüllstück kann gedreht und mit beiden Seiten nach oben verlegt werden. So schnell und einfach ist die Kehle fertig, ohne Suchen, ohne Zuschneiden, ohne Abfall und das alles in kürzester Zeit. Es kann mit allen Bauder-Abdichtungsbahnen weitergearbeitet werden. Bei Bitumen muss man in der ersten Lage mit einer Kalk-Selbstklebebahn arbeiten, wie immer bei alukaschierten Bauder Pier Platten. Bei PVC muss ein Glasvlies zur Materialtrennung über den Füllstücken angeordnet werden. Kommen wir nun zur Verlegung im Gratbereich. Auch hier beginnen wir auf einer Seite und legen bis an den Grat heran. Achtung, jetzt kommt ein Unterschied zur Kehle. Hier benutzen wir im Gratbereich auch Standardplatten, aber immer eine Stufe niedriger als die Stufe der ankommenden Reihe. So wie hier. Wir kommen mit den Zweierplatten an und müssen dann im Grat eine Stufe tiefer werden. Es ist wiederum egal, ob wir uns an der linken oder an der rechten Verlegeseite ausrichten, beides ist möglich. Man sieht jetzt auch hier wieder einen Versatz, sogar etwas deutlicher als bei der Kehle. Daher ist das Gratfüllstück auch etwas größer als das Kehlfüllstück.
In dieser Reihe also auch wieder von außen beginnend auf den Grat zuarbeiten und im Grat eine Standardplatte mit einer Stufe niedriger verwenden. Und übrig bleibt dann noch oben die Viererreihe. Da wir hier aber auch im Grat eine Stufe tiefer müssen, legen wir dort in den Gratbereich eine Dreierplatte. Deutlich sieht man nun die Versätze, da wir auch im Grat die Standardplatten verlegt haben. Und was auffällt? In jeder Reihe ist der Versatz wieder exakt gleich groß. Daher benötigen wir auch hier nur einen Typ Gratfüllstücke. Und diese legen wir jetzt ein. Das Gratfüllstück kann an der linken oder an der rechten Seite ausgerichtet werden. Aber es gibt hier ein Oben und ein Unten. Dementsprechend kann es nicht umgedreht werden. Der Bau der Schriftzug muss immer oben sein. Und auch hier, der Grat ist fertig. Ohne Suchen, ohne Zuschneiden, ohne Abfall und alles in kürzester Zeit. Es kann auch hier wieder mit allen Bau der Abdichtungsbahnen weitergearbeitet werden. Bei Bitumen muss man in der ersten Lage mit einer Kalk-Selbstklebebahn arbeiten. Bei PVC muss ein Glasvlies zur Materialtrennung über den Füllstücken angeordnet werden. Bau der Pier FA-Gefälle ist eine Standardgefälledämmung aus Polyurethan. Beim Händler direkt ab Lager verfügbar. Die Platten sind dämmstark in der Wärmeleitstufe 023 und für eine einfache Verlegung bestmöglich beschriftet. Durch die innovative Kehl- und Gratlösung braucht man weder unzählige Sonderplatten, noch muss man suchen, zuschneiden und Abfall gibt es auch keinen. Hinzu kommt, dass es die Lagerung einfacher und wirtschaftlicher macht. Mit Bau der Pier FA Gefälle bekommt man die bekannte Kontur- und Gefällegebung. Und die Dämmplatten sind mit allen Bauder Abdichtungsprodukten verwendbar. Fragen zu diesem Video und zur Gefälledämmung schreibt ihr am besten gleich hier in die Kommentare. Mehr zu diesem Thema gibt es auch in diesen Videos und auf der Bauder Website. Die Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.